Strahlensatzfigur die fehlenden Größen D, E, F und J. So, bei der Aufgabe diesen Typs muss man immer als erstes einen der Strahlen weglassen. Das heißt, wir lassen erstmal diesen Strahl hier im Geiste weg und betrachten nur noch diese Strahlensatzfigur. Und diese Strahlensatzfigur berechnen wir jetzt das D und das E. Ich mache einfach mal nochmal eine separate Zeichnung davon. Das heißt, hier steht jetzt dran 4, 5, dann steht hier 6, 12 und 4, B, E. Und jetzt ist das hier das kleine Dreieck, das hier das große Dreieck. Ich schreibe hier jetzt Z, A, A', B, B'. Und ich erhalte als erstes den Streckfaktor, den nenne ich jetzt K1. K1 ist A'B' durch AB, also hier 12 durch 6, also 2. So, das heißt, ich habe jetzt K gleich 2 und jetzt berechnen wir als erstes das D. Für das D gilt ja K1 ist ZA' durch ZA. Das ZA' ist 4 plus D durch 4. Das muss 2 ergeben. Das löse ich dann auf. Das heißt, 4 plus D gleich 8 oder D gleich 4. Das heißt, hier an der Stelle kommt dann die 4 rein. So, als nächstes rechne ich das E. Da gilt dann wieder K1 ist gleich ZB' durch ZB oder 5 plus E durch 5 gleich 2 oder 5 plus E gleich 10 oder E gleich 5. Das heißt, jetzt habe ich hier an der Stelle auch noch das E gleich 5 gerechnet. So, jetzt mache ich eine neue Strahlensatzfigur. Ich gehe also hier rein, hier das war hier das B und B'. Jetzt kommt hier das C und das C' ins Spiel. Das heißt, ich definiere den Streckfaktor K2 als ZB' durch ZB. Ja, aber das ist interessanterweise genau das gleiche wie das K1. Das heißt, ich kann hier gleich K1 machen und das K1 war 2. Also ZB' durch ZB ist ZC' durch ZC. Das ist also dasselbe wie 4 plus F durch 4. Das ist das K2, das muss 2 sein. Und dann geht die Rechnung analog zu hier, also muss das F gleich 4 sein. Das heißt, an der Stelle steht dann die 4. So, jetzt nur noch das J ausrechnen. Bei dem J gilt K2 gleich C'B' durch CD. Das ist in unserem Falle J durch 5 gleich 2. Also J gleich 10. So, und damit habe ich jetzt die komplette Strahlensatzfigur gerechnet und das Ergebnis steht hier.